Wisst ihr noch, als Franz Beckenbauer den Bayern-Stars Altherrenfußball vorwarf? Wir springen zum 6. März 2001. Der FC Bayern trifft am 5. Spieltag der Champions League-Zwischenrunde auf Olympique Lyon. Völlig überraschend verlieren die Münchner nach einer katastrophalen Leistung, verdient mit 0:3. Und der Kaiser hat die Schnauze voll. Der damalige Bayern-Präsident setzt beim Bankett der Mannschaft spontan zur Wutrede an. Und was folgte, waren 4 Minuten Fußballgeschichte. Das ist nicht Fußball, das ist Uwe Seeler Traditionsmannschaft, Altherrenfußball. Ihr müsst euer Spiel komplett umstellen. Die Bayern-Stars um Effenberg, Kahn und Elber wussten gar nicht so richtig, was mit ihnen geschieht. Aber Beckenbauers Worte zeigten Wirkung. Nach diesem Spiel verlor der FCB international kein einziges Spiel mehr. Nebenbei machten die Bayern auch noch Schalke zum Meister der Herzen. In Mailand folgte dann die Krönung mit dem lang ersehnten Champions-League-Titel. Dann war auch der Kaiser zufrieden.